Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 von unserer Wirtschafts- und Schönbau-Mischkarte. Und in der letzten Folge haben wir ja diese Streckenerweiterung nach Bad Wörishofen gebaut, einen Metronom aufgegleist. Und da habe ich gemeint, ja, wir könnten mal zum Beispiel so Orte wie Ilmenau oder sowas anbinden. Und deswegen habe ich mir als Thema für die heutige Folge gedacht, wir können ja mal öffentlichen Nahverkehr, ein paar Busse bauen, ein paar Querverbindungen einrichten und sowas in die Richtung. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich jetzt erstes mal kurz auf die Linien schauen. Und das sehen wir, die RB3, da warten jetzt 9 Personen, während auf den RE2 23 Personen warten. Und ein ähnliches Bild haben wir hier. Auf den RE2 warten hier 18 Personen, auf die RB3 niemand. Und wenn wir uns den Zug selber anschauen, dann sind da jetzt gerade 12 von 170 Personen drin. Das bedeutet, ich werde jetzt, bis wir die Strecke oder bis wir die, genau, bis wir hier Richtung Lübeck und Bad Larsfe weitergebaut haben, erstmal die RB3 ja eigentlich runternehmen. Also am einfachsten, glaube ich, ist es, wenn wir den jetzt einfach mal verkaufen. Und ich denke, dann sollten sich die Personen auch auf die andere Linie, auf den RE2 begeben. Und das sollte dann am Ende dazu führen, dass wir ja da ein bisschen mehr Gewinne machen. Oder weniger Verluste. Das wird wahrscheinlich der Fall sein bei einem öffentlichen Nahverkehr. So. Aber dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Thema, das ich gerade angekündigt habe, an. Und zwar mit, naja, im Prinzip Nahverkehr. Jetzt schauen wir uns mal an, wie Bad Wörishofen von der Abdeckung aussieht. Also ich habe mir jetzt hier auch diesen Network Coverage Layer installiert. Und wenn wir uns das hier anschauen, dann deckt der Bahnhof, naja gut, nur dieses kleine Areal hier ab, und alles, was hier hinten kommt, wird eben nicht abgedeckt. Allerdings ist der Ort, gut, der hat hier als Einwohnerzahl Ziel 135, und wenn ich mir jetzt hier mal anschaue, ist so eine 90er Stadt, die aber eigentlich nur quasi positive Werte hier stehen hat. Und deswegen würde ich sagen, die Stadt ist jetzt nicht sonderlich groß, aber was wir eben als Möglichkeit haben, ist, dass wir eine Buslinie anlegen, die nicht nur hier die Stadt abdeckt, sondern die vielleicht hier nach Altlandsberg weiterfährt. Das hat auch noch den Vorteil, Altlandsberg soll nicht per Bahn mit Bad Wörishofen verbunden werden. Und naja, dadurch hätten wir halt eine Querverbindung, die wir dann halt mit Bussen abbilden könnten. Und ich denke, das wäre schon mal irgendwie sinnvoller, als jetzt hier einfach gar keine Verbindung zu haben. Und was ich dafür jetzt das erste Mal machen werde, ist die Straßenupdate. Dann nehme ich jetzt hier aus dem Roads and Trams Pack, also RTP. Werde ich oft danach gefragt, wo es gibt. Das gibt es bei transportfever.net. Und würde jetzt erstmal hier die alte Sandstraße updaten. Und eben auch gleich mit Spielereigentum, dass hier nicht irgendwie, naja, so was Nerviges dran gebaut wird, irgendwie Häuser oder so. Oder dann hier am Ende ein Haufen Abzweige entstehen. Vielleicht kürzen wir das Ganze sogar hier auch nochmal im einen. Ja, im einen Segment kürzen wir es hier. Oder? Nee. Wir kürzen es um 2 Segmente, weil hier ist ja noch die Baumaterialfabrik. Und die müssen wir auch irgendwann anbinden. Und
da wäre es halt ungünstig, wenn jetzt hier die Stadt anfangen würde, hier gleich Häuser hinzubauen oder so. So. Was wir jetzt mal machen sollten, ist uns erstmal überlegen, wo soll denn dieser Bus langfahren. Und was ich da ganz gerne mache, ist nicht auf den Layer zu schauen, sondern ich schaue dann auf den Zonenlayer, um zu sehen, wo wohnen denn Leute, wo arbeiten Leute und wohin gehen sie zum Einkaufen. Und das sehen wir, die Wohngebäude hier unten sind an sich schon recht gut mit dem Bahnhof verbunden, aber die Gewerbegebäude hier hinten und auch die Industrie hier hinten halt nicht wirklich. Das können wir uns nochmal bestätigen. Also gut, die guten Gewerbegebäude hier schon, aber die Gewerbegebäude hier hinten drüben nicht. Und die Industrie eigentlich hat eigentlich gar keine Verbindung zum Bahnhof. Und ich würde jetzt sagen, wir nutzen dann eigentlich hier diese Seitenstraße, aber die möchte ich erstmal ein bisschen noch upgraden, weil die ist jetzt gerade, naja, nicht eine kleine Straße, sondern eine sehr kleine Straße. Okay, das kostet uns jetzt ein Gebäude. Hier kostet uns auch ein Gebäude. Und hier werden nur welche verschoben. Okay, das hört sich doch gut an. So, und jetzt können wir mal ein paar Bushaltestellen bauen. Was nehmen wir denn da für Bushaltestellen? Ich nehme einfach mal hier diese Berlin-Bushaltestelle. Sie passt zwar nicht perfekt, aber es ist auch nicht so wichtig. Wir brauchen natürlich eine Haltestelle direkt am Bahnhof. Jetzt mache ich nochmal die Abdeckungskarte auf. Dann möchte ich eine Haltestelle hier an dieser Straße haben. Außerdem möchte ich hier möglichst nah an der Kreuzung, damit wir hier hinten noch ein bisschen was abdecken. Und dann können wir hier Richtung Ortsausgang auch nochmal eine Haltestelle machen. So, und der Modder hat ja geschrieben, die Abdeckungskarte updatet sich nicht, also machen wir sie mal aus und wieder an. Und dann sehen wir haben jetzt hier 100% Abdeckung. Und wir können natürlich auch mal hier Reiseziele anschauen. Und da sehen wir, diese Straße, gut, die hatte davor, als ich mir den Layer mal angeschaut hatte, bisschen höhere Werte, aber es hat ja keinen Stau. Und auch die anderen Straßen, die wir jetzt hier für den Busverkehr nutzen werden, sollten eigentlich keinen Stau haben. Und dementsprechend würde ich jetzt mal sagen, wir gehen jetzt erstmal hier nach Altlandsberg und machen hier das Gleiche. Hier brauchen wir gar nicht erst die Karte aufmachen, hier gibt es hier noch gar keinen Personenverkehr. Dann schauen wir uns mal die Zonen an. Und wir sehen, ja, es soll ja hier mal noch eine Nebenbahn geben, die von Bad Larswil hier Richtung Alten Treptow gehen soll. Und nachdem hier die Wälder sind, würde ich sagen, lassen wir diese Bahnstrecke hier lang gehen. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier gleich mal eine Straße hinbauen, die dann vielleicht in Zukunft mal die Bahnhofstraße wird. Lassen wir jetzt einfach hier hinterlaufen. So. Nehmen mal den Layer aus. So. Und als zweites nehmen wir hier eine mittlere Straße und schließen die einfach hier an. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir einfach das hier. Wir haben das Geld ja. So. Das heißt, wir können jetzt hier langfahren und dann hier nach hinten. Jetzt können wir uns nochmal die Zonen anschauen. Das heißt, wir schließen hier schon mal ein bisschen Gewerbe und Industrie. Und dann können wir hier nach hinten hier die Wohngebiete anschließen und dann kommen wir hier wieder zurück zum Bahnhof oder zum zukünftigen Bahnhof. Und ich würde mal sagen, das
bilden wir jetzt hier mal so ab. Also hier die Haltestelle vom Bahnhof. Dann hier eine Haltestelle. Hier eine Haltestelle für die Wohngebiete. Dann machen wir hier nochmal eine Haltestelle hin und hier auch noch. Das ist jetzt zwar ein bisschen Overkill wahrscheinlich, aber wenn wir uns jetzt hier mal die Abdeckung anschauen, dann sehen wir, ja, das ist alles abgedeckt. Der Ort hier hat auch ein niedriges Einwohnerzahlziel, das ist im Editor eine 50er Stadt, also die wird wahrscheinlich auch in Zukunft nicht zu groß werden. Aber jetzt haben wir das und wir können mal die erste Buslinie anlegen. Also Straßenfahrzeugdepot haben wir zwar irgendwo da hinten. Ne, das sind Zugdepots, hier ist ein Tramdepot, hier ist ein Straßenfahrzeugdepot. Aber bis es durch den Stau hier in Bad Wörishofen ist, sind bestimmt alle Haltestellen überfüllt. Und ich finde halt auch, irgendwo so Depots zu haben, sieht auch meistens gar nicht so schlecht aus, weil das sind oft auch ganz nette Gebäude. Ihr könnt zum Beispiel hier so einen LKW-Betriebshof oder so machen. Ich glaube, den haben wir auch in Lehmburg bei der Flüssigkeitenverladeanlage. Aber stellen wir doch das einfach mal hier hin. Und dann kaufen wir uns einen oder ein paar Busse. So, ich habe jetzt hier natürlich mal nach Passagierfahrzeugen gefiltert. Und was man meistens auch so oder häufig auf solchen Überlandlinien heutzutage sieht, das sind die Crossway LE. Und da würde ich sagen, suchen wir uns jetzt mal was Schönes. Kaufen wir uns einfach mal drei davon und schicken die auf die, naja, Linie 1. Wir können ja mal unsere Buslinien dann irgendwie durchnummerieren. Vielleicht so nach Regionen. Dann machen wir halt hier irgendwie im Norden die mit der 1. Vielleicht hier irgendwie so die mit der 2. Und hole ich mir einfach mal hier eine Liniennummer aus. Okay, dann ist es jetzt der Bus 204. Und den können wir jetzt mal hier kurz bei der Ausfahrt aus dem Depot beobachten. Und da kommen sie auch schon raus und links, deswegen habe ich jetzt auch gerade die Perspektive gewählt, fährt der Metronom wieder Richtung Lehmburg zurück. Na, sehr schön. So, also diese Linie ist jetzt schon mal ein bisschen angelaufen. Und anscheinend ist es sogar so, hier in Altlandsberg relativ viele Leute schon auf dem Bus warten und jetzt plötzlich sich auch die Stadt hier weiterentwickelt, weil hier viel mehr Ziele entstanden sind. Und das gleiche ist auch hier in Bad Wörishofen. Es sind jetzt auch schlagartig deutlich mehr Ziele per öffentlichen Verkehr erreichbar und dementsprechend fangen jetzt beide Städte zum Wachsen an. Das müssen wir uns auf jeden Fall im Auge behalten. Hier diese Haltestelle im Wohngebiet macht mir am meisten Sorgen, weil diese Crossway-Busse, die wir jetzt hier haben, die haben nur 12 Plätze. Und ich habe fast ein bisschen die Sorge, dass die, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen wenig Kapazität haben. Wir können uns jetzt hier mal die hier anschauen. Die sind komplett voll, die Busse.
Also sogar so voll, dass hier nicht mehr wirklich Leute einsteigen können. Und ja, ich werde das jetzt mal im Auge behalten, über die Zeit, in der ich das Video aufnehme. Und falls das irgendwie zu stark ausartet, dann müssen wir halt einfach entweder mehr Busse oder größere Busse hernehmen. Und falls ich jetzt Bad Wörishofen, das hat jetzt ein Einwohnerziel von 378. Falls sich das jetzt irgendwie noch stark entwickelt, dann sollten wir vielleicht da doch mal überlegen, ob wir noch einen Stadtbus einrichten wollen. Genau, aber so viel jetzt erstmal zu der Querverbindung. Schauen wir mal weiter Richtung Norden. Und das ist ja die Verbindung, die ich am Anfang meinte. Wir haben hier Ilmenau, das zwar sehr viele private Ziele hat, aber eigentlich keine öffentlichen Ziele. Und um das zu verbessern, würde ich jetzt eben erstmal eine Buslinie einrichten. Und zwar nach Uslar zum Bahnhof, weil von da aus kommt man sehr gut nach Lehmburg und von da aus überall anders hin. Und ich denke, da fangen wir mal wieder wie auf der anderen Seite, also wie beim letzten Mal an. Wir bauen erstmal hier eine Landstraße. Das machen wir Spielereigentum. Von hier nach hier. So. Und dann wieder das gleiche Prozedere. Zonen anschauen. Und dann sehen wir schon, ja, wir können wahrscheinlich hier irgendwie mit dem Bus so eine Art Schleife schlagen. Eventuell reicht's, wenn der einfach nur hier anhält. Ansonsten müssten wir hier auch noch außen rumfahren. Das wäre die andere Möglichkeit. Und dann eben hier nach Uslar. Und zwar am besten einfach direkt zum Bahnhof. Dann haben wir auch gar nicht so diese Probleme, die wir hier mit Bad Wörishofen und Altlandsberg haben. Dass irgendwie beides im Prinzip auch noch Stadtbusse sind. Das wäre für Uslar, denke ich, mit einem Regionalbus nicht wirklich nicht wirklich zu machen. Was ich auch noch kurz erwähnen kann, ist, ich habe, bevor ich die Aufnahme angefangen habe, hier mal ganz kurz diese Station ein bisschen umgebaut. Also hier noch ein Bahnsteigmodul angebaut, hier eins entfernt. Und damit einfach diese viel zu enge Kurve mal ein bisschen entschärft. Und ich denke, wenn man sich das hier so anschaut, dann ist es schon deutlich besser. Aber wir waren ja dabei, hier die Buslinie zu bauen. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal eine Bushaltestelle. Und dann gehen wir hier mal lang. Also wir wollen... In welche Richtung fahren wir denn? Also im Prinzip, wenn Leute hier ankommen... Ah gut, die fahren ja auch in die andere Richtung. Also im Prinzip ist es wahrscheinlich im Endeffekt egal. Aber wir können natürlich erstmal hier Richtung... Das wird sogar abgedeckt. Das heißt, wir können einfach hier halten. Dann halten wir hier hinten nochmal und hier nochmal und dann haben wir hier mit den vier Haltestellen ganz Ilmenau abgedeckt. Das können wir jetzt auch nochmal verifizieren. Ja, wir haben hier mit den vier Haltestellen alles abgedeckt. Dann brauchen wir eigentlich nur noch eine Haltestelle für Uslar. Und da ist es natürlich wichtig, dass die möglichst nah am Bahnhof ist. Ich denke hier die Tramstationen wollen wir nicht mit benutzen, sondern wir machen vielleicht einfach... Ja, entweder wir machen hier eine Bushaltestelle raus oder wir bauen uns hier noch einen kleinen Busbahnhof rein. Ist ja auch noch eine Möglichkeit. Also die Entscheidung ist jetzt darauf gefallen, dass wir uns hier eine kleine Schlaufe bauen, eine kleine Wendeschleife. Und bevor wir jetzt die platzieren können, würde ich noch mal ganz kurz hier mit dem Planierwerkzeug drüber gehen.
damit wir hier auch wirklich eine ebene Fläche haben. Und das wird schon mal richtig. Und dann können wir die hier platzieren, diese Haltestelle. So. Die Radelständer sind jetzt ein bisschen in der Schleife drin. Dann verschiebe ich sie einfach noch ein kleines Stück. Ja, ich denke, so ist besser. Bahnhof. Und das Schöne ist, wir haben jetzt hier eben eine Lanes-Verbindung auf diesem Weg. Das heißt, die Leute können direkt in den Bahnhof reingehen von hier. Und sie können noch hier, ja, nicht ganz direkt in die Tram-Haltestelle gehen. Oder geht das? Na, vielleicht geht's sogar. Auf jeden Fall ist es verbunden, also das ist schon mal gut. Dann müssen wir jetzt natürlich hier noch die Wendeschlaufe verbinden. Ich hoffe, das geht. Also es ist nicht sonderlich schön, aber es wirkt effektiv. Ja, scheint zu gehen. Das passt schon. Und dann können wir jetzt natürlich mal wieder das gleiche machen wie gerade eben. Wir legen die Buslinie an. Und mit den 5 Haltestellen ist es jetzt schon getan. Dann schauen wir doch mal, wie die Linie so aussieht. Hier sehe ich gerade, dass sich ein Stau bildet. Und der geht auch hier weiter. Das heißt, ich würde hier mal Busfahrspuren durch die Unterführung anlegen. Lassen wir die doch gleich mal da hinten beginnen, dann hat es wenigstens einen Sinn gehabt, dass wir diese Straße mit Busspuren angelegt haben. Den Rest hier können wir auch noch sperren. So. Und dann können wir jetzt mal schauen, wo wir uns einen Bus kaufen wollen. In Bad Wörishofen auf jeden Fall nicht, weil die würden hier erstmal ewig im Stau stehen. Aber wir können ja mal weiter schauen. Hier scheint es nicht der Fall zu sein. Das heißt, wir können eigentlich dieses Depot von Lambrecht benutzen. Wir können ja für diese Linie, weil die so in der Nähe von Lemberg ist und wir da schon die MVG-Straßenbahnen haben, können wir natürlich auch einfach hier die Münchner Urbinus nehmen. Würde ich mal sagen, kaufen wir uns jetzt erstmal 2 und schicken die auf die Linie 201. Und hier kommen sie auch schon raus. Und nachdem ich das mit den Klammern geschrieben habe, funktioniert es auch mit den Liniennummern. Und als drittes Projekt hätten wir dann noch Lambrecht. Das habe ich ja auch mal in einer der früheren Folgen erwähnt, dass wir hier nur so einen kleinen Teil angeschlossen haben. Und jetzt ist die Frage, wollen wir das mit Königstein verbinden? Oder, und dazu tendiere ich jetzt eher, dass wir es mit Wittenberg verbinden, denn das hat hier ja auch nur einen kleinen Teil. Und was wir dann eventuell auch noch machen könnten, weil dann würden wir nämlich gleich 3 von diesen Orten auf einmal versorgen, das ist, dass wir hier eine Busquerverbindung weiter nach Geiselhöring bauen. Und da dann vielleicht hier, ja, wahrscheinlich eine Brücke über die Bahn drüber oder sowas. Oder wir bauen uns doch hier irgendwie einen Bahnübergang, mal schauen. Und kommen dann halt von der anderen Seite zum Bahnhof hin. Und dann hätten wir eben gleich alle 3 Orte angeschlossen. Und so vom Prinzip her haben alle das gleiche Einwohnerziel.
Das heißt, wenn wir die alle ähnlich gut versorgen, werden die auch alle ähnlich groß werden. Und dementsprechend könnte es dann schon passen, wenn wir ja die dann mit einer Buslinie miteinander verbinden. Und den Anfang, würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal in Lambrecht. Da stellen wir uns jetzt hier erstmal eine Bushaltestelle auf. So, hier ist ja der Eingang zum Bahnhof. Das heißt, wir stellen die am besten hier direkt vor dem Bahnhof. Und dann schauen wir doch mal, was nicht angebunden ist. Das heißt, wir brauchen hier oben irgendwie eine Haltestelle. Und was ich da auch ganz gern noch mit abgleiche, ist, wie es denn mit dem Personenverkehr aussieht. Und im Moment scheint vor allem hier auf der... Ja gut, natürlich ist auf der Straße nichts los, wenn die im Prinzip eine Sackgasse ist. Aber das bedeutet, wir können hier eigentlich entlangfahren. So, als zweites... Jetzt machen wir mal hier den Layer aus. Den Layer aus. Sondern auch was sieht. Wir können jetzt hier die Zonen anmachen, aber ich denke, ja gut, wir haben hier Gewerbe und Industrie und hier oben müssen Wohnungen. Heißt, nachdem, wenn wir das dann eh verbinden, ist es auch ein Vorteil für den öffentlichen Verkehr. Was wir jetzt hier machen sollten, ist mal hier die Straßen updaten, dass die ja nicht ganz so eng sind für die Busse. Und dann würde ich eben hier in der Straße eine Bushaltestelle bauen. Außerdem hier oben. Und eventuell hier im Ortsrand auch nochmal, weil wahrscheinlich wird die Stadt hier ein bisschen weiter bauen. Oder der Ort hier ein bisschen weiter bauen. Und dann schauen wir doch mal, wie wir hier die Verbindung aufbauen. Und ich würde sagen, wir gehen mit einer Landstraße hier raus und binden das einfach direkt hier an. Und beim Straßenbau bin ich einfach viel weniger genau als beim Gleisbau. Das heißt, wir ziehen einfach die Straßen rein. Das ist mir dann auch nicht so wichtig, ob die jetzt mit Übergangsbögen oder Überhöhungen oder... Ja, Überhöhungen gibt es sowieso nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ob die jetzt so genau gebaut ist. So, dann ist hier schon mal die Landstraße nach Wittenberg. In Wittenberg können wir jetzt auch schauen. Klar, da ist sehr wenig los. Da ist auch im Moment noch gar kein Personenverkehr hier am Bahnhof. Aber was wir natürlich mal schauen können, ist, wo sind denn hier die Gebiete? Und ich würde sagen, so wie das aktuell aussieht, brauchen wir eigentlich nur zwei Haltestellen. Eine hier und am besten eine hier in der Nähe vom Bahnhof. Damit haben wir jetzt hier vom Ort mal alles abgedeckt. Klar wird er auch weiter wachsen und wir können da natürlich in Zukunft drauf reagieren. Aber jetzt erstmal sollten die zwei Haltestellen reichen. Da kommt dann ja eh hier in Zukunft noch ein Bahnübergang hin und so. Und ja. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter und bauen hier die Straße hier weiter, dass wir dann nach Geiselhöring reinkommen. Schönbau würde man jetzt wahrscheinlich hier irgendeine schöne Kreuzung oder sowas hinmachen. Was wir natürlich machen können, das ist ja im Prinzip eine Kreuzung aus zwei Landstraßen. Das wäre, dass wir hier erstmal Spielereigentum draus machen. Dann das Ganze auf 70 km/h reduzieren und können natürlich auch einfach einen Kreisverkehr hinbauen. Und den gibt es ja eh hier direkt zum Platzieren.
bisschen größer. Ja, nicht ganz so groß. Vielleicht so 15 Meter Radius. Und damit haben wir hier jetzt mal einen Kreisverkehr gebaut. So. Jetzt sollten wir uns noch hier um den Teil hier kümmern. Die Frage ist da jetzt natürlich, wo platzieren wir den Bahnübergang? Und wahrscheinlich machen wir den mit einer Stadtstraße. Und ich hätte den jetzt eher hier platziert. Vielleicht hier so an der Stelle. Da sollte dann weit genug weg sein, dass er nicht mehr offen ist, wenn wir mit dem Zug hier in Geiselhöring losfahren. Aber er ist auch nicht zu weit entfernt. Spielereigentum, denke ich, ist hier jetzt wieder wichtig. So. Gehen wir mal hier drauf. Und ja gut, ziehen wir das geradeaus hin, dann kann ich hier einfach ein Einmündung bauen. So, dann haben wir hier auf jeden Fall wieder einen Bahnübergang. Und hätten dann auch den ganzen Ort einfach schon mal angeschlossen. Relativ unregelmäßig, aber ist auch nicht so schlimm. So. Wir können jetzt natürlich mal schauen, ob es schon geupdatet hat. Nee, das hat noch nicht geupdatet. Also würde ich mal ganz kurz auf Play drücken. Weil ich denke, die Städte werden jetzt merken, dass plötzlich Ziele haben. Das hat jetzt. Und die hat jetzt auch. Weil nee, es hat irgendwie nicht wirklich gemerkt, dass sie Privatverkehrsziele hat. Wahrscheinlich passiert es dann eher später. So. Was wir jetzt mal machen können, ist, dass wir auch hier Bushaltestellen bauen. Und die erste davon würde ich einfach gleich mich hier auf der Seite vom Bahnhof bauen. Damit einfach, wenn hier Personen aus den anderen Städten ankommen, dass die gleich hier aussteigen können, um zum Beispiel weiter nach Treffurt zu fahren. Und dann sind nämlich die Busse vielleicht nicht ganz so voll, wenn sie dann irgendwo in Geiselhöring rumfahren. Und dann schauen wir mal, wo wir die langfahren müssen, langschicken müssen. Also, die ganze Stadt ist ja irgendwie extrem durchgemischt, aber was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass sie hier vorfahren muss. Und dann können wir natürlich einfach hier noch so eine Straße hinbauen. Damit wir dann hier eine Schleife machen können, um da wieder rauszufahren. So, also. Als erstes würde ich mal hier halten. Dann könnten wir jetzt entweder hier direkt am Ufer oder hier um eins versetzt fahren. Vielleicht fahren wir aber direkt am Ufer. Ah nee, da ist ja gar nichts. Wir fahren eins versetzt. So, dann einmal hier hin. Und dann kommen wir noch hier am Bahnhof und hier hinten auch nochmal eine Haltestelle hin. Und damit würde ich sagen, haben wir jetzt eigentlich unsere ganzen Haltestellen, die wir brauchen. Und wir können wieder zum dritten Mal eine Linie anlegen. Das ist jetzt hier natürlich mal eine längere Linie mit 22 Stationen insgesamt. Und was wir jetzt natürlich mal machen können, ist nochmal hier die Abdeckungskarte anschauen. Und da sehen wir, Lambrecht ist perfekt abgedeckt, Wittenberg ist perfekt abgedeckt und Geiselhöring auch.
Also eigentlich, wie wir es haben wollen. Und müssen wir jetzt mal schauen, wo wir unseren Bus beschaffen. Die Straße hier habe ich ja gekappt, weil die zum Stau geführt hat. Das würde ich auch erst wieder anschließen, wenn wir hier irgendwie mehr alternative Infrastruktur haben. Und nicht alles hier über diese Brücke drüber soll oder drüber fahren würde. Dementsprechend können wir aber hier dieses Straßenfahrzeugdepot nicht benutzen. Und deswegen würde ich sagen, legen wir uns jetzt irgendwo anders noch was an. Gut, hier hinten ist natürlich eins. Treffwurz, ich brauche auch dringend Stadtverkehr. Da würde ich aber dann wirklich einfach meinen Stadtbus anlegen und nicht so, ja, mit Regionalbussen arbeiten. Das geht eher bei kleineren Ortschaften. Also würde ich mal sagen, am einfachsten ist es, wir bauen uns einfach nochmal ein kleines Depot irgendwo hin. Vielleicht passt sie irgendwie in Wittenberg wohin. Irgendwie hier so, ja. Und dann würde ich sagen, kaufen wir uns wieder Busse. Hier würde ich auch mal wieder auf die Iveco-Busse setzen, also die Crossway LE. Aber eben nicht auf die Versionen hier, sondern ich habe hier gesehen, hier gibt es auch die 15 Meter. Sind mir jetzt hier in der Liste nicht aufgefallen. Das heißt, ich würde jetzt hier einfach mal, ja, sagen wir mal, das ist eine längere Linie, vielleicht 5 oder 6, sagen wir 5. 15 Meter Überlandbusse kaufen, die haben nämlich eine etwas höhere Kapazität. Und die können wir jetzt in Linie zuweisen. Bus 160. Und dann lassen sie mal rausfahren. Ja, das sind jetzt natürlich viel länger. Und wirken dementsprechend auch ein bisschen, ja, ich nenne es mal unhandlicher. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass im Hintergrund noch der Zug losfährt, aber das macht er wohl nicht. Naja, schade. So, hier haben wir jetzt nochmal eine Aufnahme von Haltepunkt Geiselhöring. Da hinten kommt gerade ein Bus unserer neuen Linie 160, glaube ich, habe ich sie genannt. Und als ich gerade. Oh, und hier kommt der Kesselzug. Sehr schön. Ja, und der Bus scheint auch auf jeden Fall schon gut benutzt zu werden. Das gefällt mir auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss schauen wir jetzt nochmal alle Linien durch und schauen mal, ob wir noch was machen müssen. So, hier sind jetzt mal die drei Linien eingeblendet. Und wir sehen, die ersten beiden werfen hier sogar schon Profit ab, nachdem die jetzt eine Zeit lang gelaufen sind. Und die dritte hier, ja gut, die ist jetzt ganz neu, die muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen einpendeln. Schauen wir mal auf die Auslastung. Also hier mit 31 von 36 ist schon relativ stark. Auch die 24 von 36 ist relativ stark ausgelastet. Und hier, ich weiß nicht, man kann auch nicht so viel sagen. Ich sehe aber hier schon, hier Richtung Lambrecht warten sehr viele Leute. Geiselhöring ist am Bahnhof. In Lambrecht ist hier. Aber das sollte, denke ich, ein Bus schon mitnehmen können. Der hier ist fast leer gerade. Ja, mal schauen. Also Bus 160 müssen wir noch. Ja, mal schauen.
dann würde ich mal hier die Linie 201 anschauen. Also hier warten gerade 4 Personen. Und hier, ja, warten auch nicht wirklich Personen, aber wenn ich mir das anschaue, 24 von 36. Der Bus hier mit 12 Personen und der Bus hier auch mit 12 Personen. Ich denke, das könnte schon ganz gut passen. Vor allem, Ilmenau wird schon auch noch wachsen. Es hatte hier jetzt 202 als Ziel und eventuell, wenn da noch mehr Ziele dazukommen in Zukunft, wird es vielleicht auch noch weiter wachsen. Ich weiß nur nicht, ob wir die Stadt jemals mit irgendwie Gütern versorgen werden. Also ich würde sagen, der Bus hier, also die Busverbindung hier passt schon mal. So, und dann können wir uns noch hier die letzte Verbindung anschauen. Das wäre Bad Wörthershofen nach Altlandsberg. So, in Altlandsberg warten hier schon mal 30 Personen. Die einzige Haltestelle, wo gerade viele Leute warten. Das könnte natürlich daran liegen, dass es die letzte Haltestelle ist vor dem Bahnhof. Und die Busse, wenn die halt hier schon reinkommen und im Prinzip hier schon voll werden, dann können die halt hier nicht mehr wirklich Leute mitnehmen. In Bad Wörthershofen dagegen schaut es gleich ganz anders aus. Da ist hier an der Haltestelle so viel los, dass Leute schon abhauen. Und es geht natürlich gar nicht. Dementsprechend müssen wir hier jetzt was tun. Und dieses was tun involviert jetzt wahrscheinlich hier nochmal kurz eine Linie anzulegen, weil ich würde nämlich die beiden Linien aufteilen. Und das heißt, der Bus 204 wird dann einfach hier von Altlandsberg direkt nach Bad Wörthershofen Bahnhof fahren. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, da warten halt hier auch Leute. Und wir können uns jetzt hier auch noch den Layer mal anschauen. Das sieht man, ja, einige Leute steigen auf jeden Fall hier schon aus, in der Stadt noch. Und um dem zu begegnen, würde ich einfach eben eine Überlandlinie machen, die dann hoffentlich auch genug Kapazität hat. Vielleicht nehmen wir auch die Crossways mit der etwas höheren Kapazität, damit das dann funktioniert. Und für Bad Wörthershofen selber können wir dann, ja, einfach eine eigene Linie anlegen. Und ich denke auch, es ist mittlerweile groß genug, dass wir, na, jetzt vielleicht doch einfach eine eigene ÖPNV-Linie anlegen können. Dann bearbeiten wir, finde ich mal, hier die Linie. Und zwar löschen wir den Drosselweg, den Finkenweg und den grünen Weg. Und hier auf der anderen Seite löschen wir auch den Drosselweg, den Finkenweg und den grünen Weg. Und dann haben wir jetzt hier einfach nur eine Linie, die direkt hier von Bad Wörthershofen Bahnhof nach Altlandsberg fährt. Ja, das würde ich sagen, passt noch mit den Endhaltestellen. Und na, jetzt sind hier schon mal auf jeden Fall Leute verschwunden. Ich glaube aber, ich würde trotzdem auch die Busse, die da drauf fahren, würde ich einfach mal kurz durch die 15 Meter Varianten ersetzen. Überland. So, jetzt haben wir sie ersetzt. Und ich hoffe, dass wir jetzt eben genug Kapazität haben, um diese Verbindung hier darzustellen. Und was ich eben jetzt noch machen würde, das ist hier noch mal ein paar Haltestellen bauen. So, der alte Bus ist hier gefahren, das heißt, wir können auch hier hin.
Und was ich auch gesehen habe vorhin, ist, wir haben hier schon wieder Gebäude, die nicht mehr in der Abdeckung drin sind. Und nachdem das bestimmt hier noch ein bisschen weiter wachsen wird, können wir natürlich auch hier einfach ja noch einen kleinen Ring anlegen. Wie schaut es denn hier mit den Gebieten aus? Also gut, das dichteste Wohngebiet haben wir jetzt natürlich nicht direkt angeschlossen. Aber das sollte auch eigentlich vom Bahnhof aus. Genau, das ist auch vom Bahnhof aus erreichbar, also deswegen passt das. So, das Gewerbegebiet hier passt. Und ich habe gesehen, hier hinten ist jetzt mittlerweile. Es ist mittlerweile ein bisschen rausgewachsen. Das würde jetzt für mich eigentlich bedeuten, wir machen lieber hier die Haltestelle hin und bauen dann vielleicht hier hinten noch mal eine zusätzliche Haltestelle. Und um es eben bedient zu haben, fahren wir hier noch ums Eck. So. Genau, hier die Haltestelle kann dann weg, weil wir eben jetzt hier außenrum fahren. Und dann legen wir jetzt eben hier auch noch mal kurz eine neue Linie an. So, und damit sieht jetzt auch die Abdeckungskarte gleich wieder wesentlich besser aus. Und ich denke, nachdem die Stadt jetzt nicht so groß ist, können wir jetzt hier auch eher mit etwas kleineren Fahrzeugen hantieren. Und die Überlandlinie hat dann natürlich die größeren Busse. Ich hatte mir gerade gedacht, wir könnten ja hier von Yucheng diese Elektrobusse benutzen. Vielleicht reicht es ja, wenn wir davon zwei auf die Linie schicken. So, das ist die Linie 203. Und dann werden wir doch mal sehen, was da jetzt passiert. Und nachdem ich es jetzt kurz 2 Minuten laufen habe lassen, merkt man schon, nee, die sind zu klein. Das heißt, naja, wir können im Prinzip gleich die Fahrzeuge wieder ersetzen. Und da hätte ich einfach gesagt, naja, nehmen wir halt einfach auch die nochmal Crossways, wie wir sie halt auch schon davor hatten. Und ich denke, damit können wir dann vielleicht das Fahrgastaufkommen hier so ein bisschen in den Griff bekommen. Schauen wir mal. Ja, okay, der ist auf jeden Fall schon mal voll. Aber nachdem die meisten hier wahrscheinlich eh aussteigen werden, müssen wir ein bisschen schneller laufen. Der hier ist auch voll, die Buslinie. Ja, sind alle ausgestiegen. Aber es scheint so, als würde sich das Fahrgastaufkommen auf jeden Fall ein bisschen verringern und ein bisschen besser verteilen. Jetzt müssen wir nur noch schauen, ob hier das Ganze mit Altlandsberg sich jetzt auch verbessert mit der Gartenstraße. Oh, ich glaube, ich habe hier vergessen, eine Haltestelle in die Linie einzubinden. Das können wir noch kurz machen. Buchenweg. Kommt hier noch die Schützenstraße. Perfekt. Und jetzt sieht man, das sind jetzt auch nicht so viele Leute mitgekommen, einfach weil der Bus schon so voll war. Aber gut, das muss jetzt, denke ich, noch ein bisschen länger laufen, dass sich das einpendelt. Genauso hier. Also hier scheint es auch jetzt eigentlich ganz okay zu sein. Dann würde ich sagen, suche ich uns jetzt noch eine schöne Perspektive von Abschluss raus. Die schauen wir uns dann noch an und dann sind wir auch schon fertig für heute.
und als Filmstelle habe ich mir die gleiche Position wie im letzten Video am Schluss ausgesucht. Und zwar hier wieder in Uslar hinter den Brücken. Oder bei den Brücken. Da kommt jetzt hier der Bus gerade angefahren, der hier nach, ich glaube, Ilmenau war es, rüberfährt, oder? Und ein Metronom bekommen wir auch noch zu Gesicht. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Jo. Und bis zum nächsten Mal.